Phoebe, Nachricht schon bekommen? Ja, aber sowas von. Team Buddies Handschlag? Aber klar. Da geht noch was. Oh! Bob, Max und Phoebe verstehen sich heute. Ich weiß, ich hab Angst. Okay, Leute, wisst ihr noch, wie Phoebe und ich alle auf dem Ball vor Doug Mayhem gerettet haben? Ja, vermutlich, weil wir auch da waren, um alle auf dem Ball vor Doug Mayhem zu retten. Wir wollen sich Helden unterhalten. Na gut. Die Schule hat beschlossen, uns mit einem riesigen Gemälde unseres Sieges an der Sporthallenwand zu ehren. Und die beste Künstlerin der Schule, Smith, arbeitet schon daran. Und wenn sie fertig ist, blam, kann die zukünftige Generation meine Frauen in Zucker bestaunen. Glückwunsch, Kinder. Oh, Schatz, unsere Babys bekommen ihr erstes Superheldendenkmal. Man wird eurer historischen Tat auf ewig gedenken. Und wenn mal meine Enkel dieses Bild sehen, werden sie denken, Oma Phoebe hat einen superscharfen Bruder. Ich glaube nicht, dass die so klingt. Doch, tun sie. Zumindest haben meine Enkel keinen komischen Hasenonkel. Colosso kann gut mit Kindern. Im Ernst jetzt? Das ist dein Argument? Ja. Er ist ein Hase. Und du eine Schnepfe. Halt die Klappe. Du hast angefangen. Sie streiten sich. Gut, alles wieder normal. Sei gegrüßt, Familie. Oh, Frühstück. Oh nein, Pancake-Verteidigung. Diesmal gewinnst du, Krümelchen. Nicht meinen. Morgen. Deb. Du machst das echt immer noch? Kurze Antwort, Deb. Lange Antwort, Deb. Du musst unbedingt damit aufhören. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, machst du nichts anderes außer... Deb, Deb, Deb. Hörst du mir überhaupt zu? Cool, Pancakes, Deb. Warmer Ahornsirup, Deb. Die Gabel, Deb. Deb, 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 Deb. Furchtbare Nummer, habe ich recht? Keine Ahnung, ist doch cool. Tu's nicht. Ich muss Billy davon abhalten. Nora, das ist nur ein Tanztick, da wächst er wieder raus. In Phoebes erstem Studienjahr tanzte sie andauernd den Stanky-Leg. Oh, ich erinnere mich bestens an den Tanz. Passt mal gut auf. Tu's nicht. Im Ernst, wenn er das nochmal tut, verpasse ich ihm eine gute alte Lasertherapie. Nora, Lasertherapie nur bei Warzen und Daddys Rückenhaaren. Gut, lass Billy in Ruhe und iss dein Frühstück. Bitte. Hey, wo ist mein Pancake? Was ist dein Pancake? Punkt. Der Punktestand beträgt jetzt 13 zu, ich habe mein Leben vergeudet. Ein Wurf. Aufschlag! Ah. Entschuldigt, ich spiele zum ersten Mal Wasserpolo. Max, sieh mal, da ist Smith. Sie muss das Bild fertig haben. Das war's. Ihr seid alle Verlierer. Und jetzt raus. Ich will mir das Bild unbedingt ansehen, aber ich weiß, du wirst sagen, es ist falsch und wir sollten bis zur Enthüllung warten. Max, laber nicht rum und komm her. Na gut, ohne weitere Verzögerung präsentieren wir... Max und Phoebe zerstören den Abschlussball? Wir werden hier als Bösewichte dargestellt. Und der Swoosh meiner Haare ist falsch rum. Das Bild bleibt in den Köpfen, für immer. Deine Enkel werden sagen, Max, Swoosh ist falsch, ihr wart gar keine Helden. So klingen sie nicht. Oh, Cherry, es war furchtbar, sie hat uns wie die Bösen aussehen lassen. Max ist dran gewöhnt, gehasst zu werden, aber ich nicht. Ja, ich will ein Denkmal auf mich als Held. Als schön dargestellter Held. Ist Smith euch wegen ihres Abschlussballs böse? Was haben wir da gemacht? Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Ein Mädchen und ihr Bruder hatten sich im Wald verirrt und ihre Brotkrumenspur war nirgends zu sehen. Das ist Hänsel und Gretel. Bist du sicher? Cherry. Ja. Okay. Es war am Abend des Balls. Ihr wart im Kampf gegen Doug Mayhem, während wir uns hinter euch versteckt haben und uns fragten, warum deine Frisur so super gut hält. Smith war drüben beim Punsch und chillaxte. Das ist das Ende der Welt! Einer der Plasmabälle, die ihr abgewehrt habt, hat sie ein winziges bisschen gestreift. Im Museum riecht es noch immer nach verbranntem Haar und Fruchtpunsch. Oh nein, ein Ball sollte ein Traum sein, aber dank uns wurde er zum Albtraum. Kein Wunder, dass sie sauer ist. Und ich will nicht, dass sie mich auch hasst, also bin ich dann mal draußen, wie mein Bauchnabel.